Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Clausius-Rankine-Prozess und ich möchte Ihnen vorher, bevor wir uns das thermodynamisch angucken, möchte ich Ihnen noch einmal zeigen, ja, wie sowas dann aussieht. Also hier ist mal so eine Skizze, wie funktioniert ein Clausius-Rankine-Prozess. Und der eigentliche Clausius-Rankine-Prozess ist das hier, das ist der Wasserdampfkreislauf und der ist hier mal eingebettet beispielsweise in ein Kohlekraftwerk. Also was passiert, damit Sie das auch mal wissen, also was passiert in einem Kohlekraftwerk? Also Sie haben irgendwo Ihre Kohle, die Sie verbrennen wollen, die mahlen Sie zu feinem Kohlestaub auf und dann wird das Ganze mit einem Gebläse, wird das halt als Kohlenstaub, wird das hier in diesen Kessel reingepustet. Dann haben Sie halt hier eine relativ hohe Verbrennungstemperatur und dann dient, ist das hier als, das ist der sogenannte Dampferzeuger. Und hier sind halt so innen drinne, sind Wärmeübertragungsschlangen aufgezeichnet. Es ist aber in Wahrheit auch so, dass die ganze Kesselwand, die besteht halt auch aus lauter Wasserdampfrohren, also Rohren, die mit Wasser oder Dampf gefüllt sind, sodass halt auch sehr viel in den Wänden an Dampf produziert wird. So, was passiert dann, wenn Sie Ihren Dampf erzeugt haben? Also das hier ist, Sie verbrennen die Kohle, um halt heiße Luft zu kriegen. Und dann kommt danach die eigentliche Rauchgasreinigung. Dazu kommt als erstes eine Entstickungsanlage. Das ist also hier im heißen Zustand gemacht. Sie düsen hier ja, Ammoniak-Luftgemisch ein oder Harnstofflösung oder sowas. Also das ist das, was bei den Autos zum Dieselskandal geführt hat, dass man das halt zwischendurch abgeschaltet hat. Das macht man bei Kraftwerken nicht, sondern das läuft halt kontinuierlich. Hier werden halt Stickoxide reduziert. Dann kommt danach ein Elektrofilter. Da wird dann die Flugasche rausgeholt und dann als, also hier ist man schon relativ kalt und dann kommt als letztes eine Kalkwäsche und dann wird halt der Schwefel wird hier aus dem Abgas rausgeholt. Das ist also die Entschwefelung und dann haben Sie halt hier Ihr Gips und das wird dann entsprechend weiterverkauft. Also das ist dann ein weiteres Produkt. Die Asche, die Sie hier haben, das ist auch ein weiteres Produkt. Da gibt es halt entsprechend Geld für. Und dann geht Ihr Abgas, was jetzt nahezu kein Staub mehr hat, nahezu kein Schwefeloxid mehr und nahezu kein Stickoxid mehr, das geht dann über den Kamin einfach weg. So, das ist also, was auf der Kohleseite passiert. Dann gucken wir uns mal an, was auf der Dampfseite passiert. Das Ganze startet mit einer Pumpe. Das heißt, hier erhöhen Sie den Druck und Druck erhöhen heißt hier halt wirklich hohe Drücke. Das Kraftwerk Moorburg zum Beispiel arbeitet überkritisch mit irgendwie 220 oder 250 Bar, also wirklich hohe Drücke. Und dann wird halt hier wird Dampf erzeugt und der Dampf wird dann in einer Turbine wird der halt entspannt. Also hier haben Sie jetzt ja, hoher Druck, hohe Temperatur und in der Turbine können Sie das halt auf einen niedrigen Druck und die Temperatur sinkt auch, können Sie das halt entspannen. Normalerweise, das ist hier vielleicht ein bisschen schlecht gezeichnet, hätten Sie hier nochmal aus der Turbine raus, würden Sie nochmal zurückgehen in den Dampferzeuger und erst dann auf die Niederdruckturbine gehen. Das ist hier ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ja, und das Ganze machen Sie, damit Ihre Turbine einen Generator antreibt und dann haben Sie halt elektrische Energie und die können Sie dann in das Übertragungsnetz, können Sie das Ganze dann entsprechend einspeisen. So, jetzt haben Sie hier Wasserdampf vorliegen, aber bei einer extrem geringen Temperatur und extrem geringen Druck, da können Sie nichts mit anfangen. Damit Sie das Ganze in Ihre Pumpe schicken können, müssen Sie hier halt wieder ja, den Phasenzustand ändern. Sie müssen also den Dampf zurück in flüssiges Wasser verwandeln. Und das machen Sie typischerweise, indem Sie entweder Wasser aus einem Fluss nehmen oder dass Sie einen Kühlturm benutzen. Und naja, mit dem Kühlturm oder auch mit dem Flusswasser sind Sie halt irgendwie wieder auf die Umgebungsbedingungen angewiesen. Also Sie schaffen es vielleicht hier so 30 Grad zu erreichen. Und wenn Sie dann in Ihre Wasserdampftafel gucken, dann ist Ihr Druck hier in dem Kondensator, also da, wo der Dampf drauf geht auf den Kondensator, da haben Sie einen extrem starken Unterdruck. Also das sind typischerweise so 40 Millibar, die Sie da noch haben. Also Ihre Turbine arbeitet halt wirklich gegen einen starken Unterdruck und das ist halt auch super für den Wirkungsgrad. Und ja, dann kondensieren Sie halt hier den Dampf wieder aus, haben einen sehr geringen Druck. Und die Pumpe erhöht das dann wieder von den 40 Millibar auf die
200 Bar oder sowas, die man heutzutage hat. Und naja, wenn Sie sich erinnern, was passiert hier eigentlich in dem Prozess? Hier haben Sie eine Wärmeübertragung, das heißt, hier geht Entropie geht in Ihren Wasserkreislauf rein. Dann haben Sie eine Turbine, die arbeitet halt nie perfekt, auch wenn man sich da sehr für anstrengt, sondern hier in der Turbine wird nochmal Entropie erzeugt und diesen Kondensator brauchen Sie halt, ja, aus thermodynamischer Sicht brauchen Sie den halt, um die Entropie wieder abzuführen. Ansonsten könnte das Ganze kein Kreisprozess sein. Gut, wie sieht so ein Kraftwerk aus? Wir haben ja hier in Hamburg eins der modernsten und wahrscheinlich auch umstrittensten Kraftwerke stehen. Also hier vorne sehen Sie eine Kaianlage. Hier kommt gerade ein Schiff mit Kohle an. Die Kohle würde hier in diesen Kohlekreislagern zwischengespeichert werden. Und es wird dann halt ein kontinuierlicher Strom an Kohle, wird dann über die Förderbänder hier unten, wird das erstmal hier rübergebracht über diesen Elbe-Seitenarm und wird dann über ein weiteres Förderband hier in das Kesselhaus reingebracht. Also hier Kraftwerk Moorburg besitzt zwei Kessel, also irgendwie zweimal 800 Megawatt haben die hier und die Kohle wird dann hier in dem Kesselhaus aufgemahlen und wird dann halt in dem Kessel entsprechend verbrannt. Dann sehen Sie hier die Abgasanlage, also hier in dem Bereich auf der Rückseite des Kesselhauses ist die Entstickungsanlage, hier ist der Elektrofilter, da ist irgendwo die Entschwefelung und dann geht das Ganze über den Kamin, geht das Ganze weg. Hier haben wir noch ein Gipskreislager, also der Gips, der bei der Entschwefelung entsteht, der wird halt hier zwischengelagert. Und dann haben wir hier das Turbinenhaus, das heißt hier in dem Bereich stehen zwei große Turbinen. Und die erzeugen dann halt den Strom. Dann haben Sie hier links und rechts davon, haben Sie, nee, da und da, haben Sie zwei Transformatoren, die dann halt entsprechend die elektrische Energie oder die Spannung erhöhen, damit das Ganze mit 380 Kilovolt dann entsprechend in das Übertragungsnetz eingespeist werden kann. Hier sehen Sie den Hybridkühlturm. Es war halt in Hamburg nicht möglich, hier einen Naturzugkühlturm zu bauen. Der hätte dann eine Höhe von, keine Ahnung, irgendwas zwischen 150 und 200 Metern. Das würde das Stadtbild von Hamburg halt schon sehr stark prägen. Deswegen hat man sich hier für so einen relativ kleinbauenden Hybridkühlturm entschieden, wo man dann entsprechend ja, die Entropie aus dem Prozess wieder abführt. Okay, das ist also so würde so ein Kraftwerk von außen aussehen. Irgendwie maximale Leistung 1,6 Gigawatt, also schon ziemlich, ziemlich groß, muss man sagen. Was ist dabei vielleicht noch eine Besonderheit? Also hier ist aus verfahrenstechnischer Sicht ist hier relativ viel mechanische Verfahrenstechnik auch zu finden. Sie haben hier sehr viel Feststoffhandling und Transport, also Sie haben Kohle, die irgendwie hier durch die Gegend gefahren werden muss. Und dann haben Sie hier hinten noch bei den Elektrofiltern, haben Sie halt Staubhandling, was damit bei ist. Sie haben hier das Gipslager, wo halt auch wieder Feststoffe transportiert werden. Das heißt, hier ist relativ viel mechanische Verfahrenstechnik. Und das hat meines Wissens nach die Firma FL Smith gemacht. Da hat früher mal ein Kollege von mir gearbeitet, sehen Sie wahrscheinlich aus der MVT-Vorlesung sehr gut kennen. Gut, also jetzt gucken wir uns das Ganze mal, das Prozessschema dazu im HS-Diagramm an. Das hier ist kein Fehler, sondern das wird nach und nach animiert. Also wir gucken uns jetzt erstmal an, was macht eigentlich die Speisewasserpumpe? Na, die erhöht den Druck von 1 nach 2. Und wenn Sie das versuchen in einem HS-Diagramm darzustellen, dann stellen Sie fest, dass die Punkte 1 und 2, dass die nahezu nicht voneinander zu unterscheiden sind. Also bei einer Flüssigkeit den Druck zu erhöhen, das ist total unaufwendig im Vergleich zu einem Gas, weil Sie hier einfach, also das kostet Sie einfach nicht viel Energie. Wenn Sie sich das überlegen, die Leistung, die Sie dafür brauchen, ist einfach Integral. V-Punkt dp und dadurch, dass Sie so ein geringes spezifisches Volumen haben, also wenn Sie irgendwie Wasser haben, ist Ihr spezifisches Volumen 10 hoch minus 3. Spezifisches Volumen von einem Gas ist bei Normaldruck ist das irgendwie ist es ungefähr 1. Wenn Sie das miteinander vergleichen,
Dann stellen sie halt fest, dass es tausendmal leichter ist, den Druck einer Flüssigkeit zu erhöhen, als den Druck eines Gases zu erhöhen. Das vielleicht nur mal so nebenbei. Also die Punkte sind wirklich sehr dicht nebeneinander hier, sodass die eigentlich nicht zu unterscheiden sind, obwohl sie hier den Druck schon sehr deutlich erhöhen. Dann habe ich hier schon mal drei Druckniveaus eingezeichnet. Die brauchen wir im Folgenden. Was jetzt als erstes kommt, ist eine Wärmezufuhr. Das heißt, hier ist ihr Wasser, das ist noch relativ, das ist ziemlich kalt, irgendwie 20 Grad, naja, 30 Grad oder sowas und hat jetzt einen hohen Druck. Und das verdampfen sie jetzt einmal komplett, bis dass sie hier hinten im Punkt 3 sind. Also sie erhöhen erstmal die Temperatur, bis dass ihr Wasser anfängt zu sieden. Dann verdampfen sie es hier im Nassdampfgebiet und dann überhitzen sie es. Und das passiert alles in quasi einem Wärmeübertrager. So, und dann haben sie heißen Dampf mit hohem Druck. Und das können sie dann entsprechend in eine Turbine stecken und damit einen Generator antreiben. So, was würde passieren, wenn wir jetzt sagen, okay, ich gehe gleich bis zu meinem Kondensatordruck runter, also bis zu 40 Millibar oder sowas, dann würden sie hier mitten im Nassdampfgebiet landen. Und was bedeutet das denn? Es würde halt schon ganz viele kleine Wassertröpfchen würden auskondensieren in der Turbine. Und dann haben sie sowas wie so eine Art Sprühnebel. Und wenn sie das über Jahre auf ihre Turbine geben, dann ist das wie ein permanentes Sandstrahlen von ihrer Turbine. Und dann lösen sich die Turbinenschaufeln, die sie da drin haben, die lösen sich dann einfach auf. Und das macht dann einfach ihre Turbine kaputt. Also möchte man das nicht haben. Und naja, dann hat man sich eigentlich was Schlaues überlegt. Naja, okay, wenn ich hier das irgendwie auf so einen mittleren Druck entspanne und naja, hier drüben, ich habe noch viel heißes Abgas von meiner Kohleverbrennung über, dann schicke ich einfach den Dampf nochmal zurück in den Dampferzeuger, erhöhe hier nochmal von 4 nach 5 die Temperatur bei so einem mittleren Druck und dann kann ich das Ganze nochmal in eine Niederdruckturbine schicken. Also häufig unterteilt man in Hochdruck, Mitteldruck und Niederdruckturbine, aber vereinfacht können wir hier einfach mal sagen, Hochdruck- und Niederdruckteil. Also meistens sind das dann auch nur zwei, also eine Zwischenüberhitzung. Gut, und dann schicken wir das wieder in die Niederdruckturbine. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, also wir sind jetzt hier schön weit rechts rüber gelandet, rüber gewandert, und wenn wir jetzt entsprechend auf 40 Millibar entspannen, sind wir immer noch außerhalb des Nassdampfgebietes und alles ist gut. Wir machen unsere Turbine nicht kaputt und die kann schön lange durchhalten. So, und jetzt müssen wir es wieder hinkriegen, einen Kreisprozess daraus zu machen. Also, wir müssen jetzt die Entropie wieder abführen. Also, Sie sehen, wir sind hier schön die ganze Zeit in Richtung rechts, in Richtung ansteigender Entropie gewandert. Jetzt müssen wir also dafür sorgen, dass unsere Entropie wieder abnimmt, damit wir einen Kreisprozess machen können. Und das Ganze ist dann der Kondensator. Gut, so funktioniert prinzipiell so ein Clausius Rankine-Prozess. Ich habe das hier vereinfacht dargestellt mit isentropen Wirkungsgraden. Also ich bin hier immer gerade runtergegangen. In der Realität hätten Sie hier natürlich einen isentropen Wirkungsgrad von zum Beispiel 80%. Das heißt, Ihre Kurven müssten dann hier so ein bisschen schräg verlaufen. Immer daran denken, dass die nach rechts geneigt sein müssen. Gut. Also die Wärmeübertragung, also der Clausius-Rankine-Prozess, beschreibt eigentlich nur die Verdampfung von Wasser, dann die Entspannung in einer Turbine, Kondensation und dann wieder Druckerhöhung mit einer Pumpe. Und das kann halt in ganz unterschiedlichen Kraftwerkstypen eingesetzt werden. Sie können dafür ein Kohlekraftwerk nehmen, Sie können da den Abhitzekessel eines GUD-Prozesses nehmen. Das heißt, Sie haben erst eine Gas- oder Sie verbrennen Gas mit Luft in einer Gasturbine. Die Gasturbine hatten wir schon durchgerechnet, das ist der Joule-Prozess, die zeichnet sich durch hohe Abgastemperaturen aus. Dann ist es natürlich schlau, wenn man noch Abgas hat mit einer hohen Temperatur, da einfach nochmal eine Dampferzeugung hinterzuschalten und dann noch in einem zweiten Prozessschritt damit Energie zu erzeugen. Wir können das Ganze mit einem Solarkraftwerk machen, also nicht Photovoltaik, sondern Sie bauen irgendwo so Spiegel auf, um damit dann irgendein Wärmeträgermedium warm zu machen. Das war mal die Idee für Desertec. Na, wahrscheinlich sagt Ihnen das nichts mehr, aber so vor 10 Jahren war das irgendwie eins der Zukunftsprojekte. Da wurde viel drüber gesprochen. Sie können das Ganze nutzen für thermische Energiespeicher. Das wurde hier gerade von Siemens Gamesa wurde das in Hamburg auf dem Gelände von Trimet und Hydro wurde da ein thermischer Energiespeicher in Betrieb genommen. Da nutzt man als Energiespeicher, zwischendrin nutzt man heiße Steine
Die lädt man auf mit quasi mit Windstrom. Also wenn viel Wind da ist, der im Netz nicht gebraucht wird, dann macht man Steine heiß. Und wenn dann wenig Windstrom da ist, dann nutzt man diese heißen Steine, um damit wieder Dampf zu erzeugen und damit einen ja, normalen Clausius-Rankine-Prozess zu betreiben. Geothermie können Sie auch dafür nutzen, wobei das Temperaturniveau da eigentlich ziemlich niedrig ist. Das, was ich Ihnen hier gezeigt hatte, die Zwischenüberhitzung, ist halt Standard für Kohlekraftwerke und GOD. Wenn Sie halt eher niedrige Temperaturniveaus haben, dann kann man auch mal auf die Zwischenüberhitzung verzichten. Und wenn Sie sich moderne Kohlekraftwerke angucken, dann sind die meist sogar überkritisch. Das führt dann noch zu einer weiteren Wirkungsgradsteigerung. Also überkritisch heißt halt einfach, dass Sie von Ihrem Punkt 1 hier oben rum um den kritischen Punkt gehen würden und dann irgendwann hier hinten ankommen. Dann haben Sie halt in diesen Verdampferrohren, also im eigentlichen Dampferzeuger, haben Sie nicht mehr sowas wie eine klare Trennung zwischen Dampf- und Flüssigphase, sondern Sie würden dann einfach hier links am kritischen Punkt dran vorbeigehen und hätten dann einen kontinuierlichen Übergang ja, von hoher Dichte zu niedriger Dichte. Wie kriegt man so einen Prozess verbessert? Ja, das ist eigentlich immer so, was uns schon der Carnot-Prozess sagt, was für den Prozess gut ist, ist, wenn Sie es hinkriegen, möglichst hohe Temperaturen bei der Wärmezufuhr zu haben und möglichst niedrige Temperaturen bei der Wärmeabfuhr zu haben. Was kann man also machen? Sie können Vorwärmung des Wassers machen. Das heißt, dann müssen Sie weniger Kohle aufwenden, um Ihr Wasser warm zu kriegen. Sie können Verbrennungsluft vorwärmen, dann müssen Sie auch weniger Kohle aufwenden, Reduzierung des Brennstoffbedarfs. Sie können halt auch, das war für Kraftwerk Moorburg angedacht, Sie können halt auch sagen, okay, ich hebe meinen Kondensationsdruck an, ich mache das nicht mehr bei 40 Millibar, sondern ich gehe zum Beispiel auf 1 Bar. Zu 1 Bar gehört eine Temperatur von 100 Grad Celsius. Und mit 100 Grad Celsius können Sie halt schon sehr, sehr gut, können Sie damit Häuser heizen. Und das ist dann halt, also Sie kriegen sehr, sehr viel Wärme dann raus, die Sie für Fernwärmezwecke nutzen können und müssen, verlieren dafür nur sehr, sehr wenig elektrische Leistung. Also ja, war hier in Hamburg aber nicht gewollt. Und naja, was natürlich immer noch hilft, ist, das sagt ja Carnot schon, wenn Sie die Dampftemperatur im Prozess erhöhen, das hilft Ihnen auch. Da sind aber dann, das ist dann eher ein Problem von Ihren Werkstoffen, die Sie einsetzen können. Im Moment, wenn Sie so 550 Grad haben und 250 Bar, das ist im Moment so das Maximum, was werkstoffseitig geht. Und ja, es ist für die Zukunft da nicht mehr viel Entwicklung, Weiterentwicklung zu erwarten, weil ja die Kohletechnologie eigentlich am Aussterben ist. Gut, und das Ganze sollen Sie mal üben. In der Aufgabe 18, nicht erschrecken lassen von dem vielen Text. Also eine Dampfkraftanlage arbeitet verlustfrei. Verlustfrei können Sie übersetzen mit, dass alle Prozessschritte isentrop sein sollen. Die isentrop arbeitende Speisepumpe, deren Leistungsaufnahme vernachlässigt werden kann, saugt das Kondensat bei einem Kondensatordruck von P1 gleich 0,5 Bar und entsprechender Sättigungstemperatur T1 an. So, und dann, naja, jetzt steht hier, die Leistung kann vernachlässigt werden. Das können Sie hier zusätzlich nochmal übersetzen mit T1 soll gleich T2 sein. Also wenn Sie den Druck sehr stark erhöhen, von P1 auf, wo haben wir das, auf 150 Bar, P2, dann ja, können Sie davon ausgehen, dass sich die Temperatur nicht ändert. Wo kriegen Sie die Temperatur her? Wenn Sie halt wissen, dass das Ganze im, ja, wenn das die Sättigungstemperatur sein soll, die zu 0,5 Bar gehört. Ich hoffe, da wissen Sie, wo Sie nachgucken müssen, um das rauszukriegen. Gut, jetzt wieder auf Laserpointer gehen. Bei einem Druck von 150 Bar wird das Wasser erwärmt, verdampft und auf T3 gleich 550 Grad Celsius überhitzt. Also das ist hier der Weg einmal quasi durch den Dampferhitzer durch, durch den Dampferzeuger durch. Anschließend wird der Dampf in einer Hochdruckturbine isentrop auf P4 gleich 15 Bar entspannt, nach der Zwischenüberhitzung auf T5 gleich T3, 550 Grad, findet eine zweite umkehrbar adiabate Entspannung, das ist wieder nur ein anderes Schlagwort für isentrop, in der Niederdruckturbine von P5 gleich P4 gleich 15 Bar auf den Kondensatordruck P6 gleich P1 statt.
So, bestimmen Sie die Größen P, T, H und S für alle Punkte. Skizzieren Sie den Prozess in einem im HS-Diagramm. Dann B, wie groß ist der thermische Wirkungsgrad des Prozesses? C, wie groß muss der Massenstrom im Prozess sein, damit eine technische Leistung von 400 Megawatt zur Verfügung steht? Vielleicht nochmal hier zu B, wie groß ist der thermische Wirkungsgrad des Prozesses? Da müssen Sie sich einfach mal wieder fragen, ja, was ist denn eigentlich der Wirkungsgrad? Wirkungsgrad ist Eta und das ist ja Nutzen durch Aufwand. Ja, wozu mache ich das? Ja, mein Nutzen ist halt hier irgendwie Betrag PT. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen, wo sind wir denn? Wir sind 3, 4 plus P PT 5, 6. Ich hoffe mal, das stimmt. Ja, 3, 4 und 5, 6. Das passt von den Punkten her. Und was ist mein Aufwand? Na, mein Aufwand ist ja meine zugeführte Energie. Und das ist halt einmal Q Punkt 2, 3. Und ich habe dann auch noch die Zwischenüberhitzung. Das heißt, ich brauche dann ja nochmal in der Zwischenüberhitzung brauche ich einen weiteren Wärmestrom und das ist Q Punkt 4, 5. Das ist also hier mit dem thermischen Wirkungsgrad gemeint. Gut, bisher haben wir immer nur spezifisch gerechnet. Das heißt, Sie haben hier irgendwie, na, hätte ich jetzt klein schreiben müssen. Also, wenn Sie das Ganze hier berechnen wollen, Sie wissen noch gar nicht, wie groß PT und Q-Punkt und so sind, sondern Sie kennen nur die spezifischen Größen. Also müssen Sie hier klein w statt PT schreiben und hier klein q. Aber das kriegen Sie hin. Gut. Bis hierhin haben wir immer nur spezifisch gerechnet. Jetzt steht hier, welche Leistung soll rauskommen. Naja, wenn Sie wissen, wie groß PT3,4 plus PT5,6 sein sollen und Sie kennen die spezifischen Werte, dann können Sie damit hoffentlich den Massenstrom ausrechnen. Und für Aufgabenteil D sollen Sie sich das Ganze noch einmal anschauen. Was würde denn passieren? Welchen Wirkungsgrad hätten Sie, wenn Sie auf die Zwischenüberhitzung verzichten würden? Das heißt, Sie hätten dann nicht PT56, Sie hätten aber auch nicht Q.45. Also sowohl das hier verändert sich, als auch das hier verändert sich. Dann sollen Sie mal ausrechnen, wie ist denn der Wirkungsgrad und dann, was eigentlich das K.O.-Kriterium ist, wie groß ist dann eigentlich der Dampfgehalt, wenn Sie auf die Zwischenüberhitzung verzichten. Gut, das wäre die Hausaufgabe. Ich frage hier nicht alle Werte ab, das wäre ein bisschen zu viel. Sondern ich suche mir da ein paar Sachen raus und das sollten Sie dann in E-Mail beantworten. Und ich würde Ihnen dann, da das Ganze natürlich klausurrelevant ist, würde ich Ihnen dann nochmal ein etwas ausführlicheres Video zumachen, wo ich Ihnen dann zeige, wie Sie den Clausius-Rankine-Prozess durchrechnen können. Also keine Panik, wenn Sie jetzt noch nicht gleich alles wissen. Viel Erfolg bei der Hausaufgabe!